Moin, hallo und willkommen zurück zu Stormhill Mystery Family Shadows im Englischen. Ich muss immer noch den Trank brauen und ja, ich muss meine grauen Zähne noch ein bisschen auf in Schwung bringen wieder hier. Wir müssen gucken, einen kraftblockierenden Trank. Wir müssen ja das Haus versiegeln. Braucht man einen Gegenstand, der mit dieser Kraft in Kontakt war? Ein Gegenstand, der mit dieser Kraft in Kontakt war. Und man muss die spirituelle Spur extrahieren. Die Frage ist, wie extrahiere ich die Spur? Ich habe noch ein Tablett. Ich weiß nicht, wofür ich das gebrauchen kann hier. Muss ich das hier draufsetzen vielleicht? Ja. Okay, das Kleid muss da drauf eigentlich. Rinde. Das Glas brauche ich nicht, das brauche ich später, ne? Das Omelett kommt aber auch nicht drauf, ne? Anzünden. Okay, ich habe die Asche. Oh, er hat seine Farbe verändert. Das ist aufgeladen. Okay. Ich könnte aber die Runen aus der gefundenen Zeichen. Okay, dann müssen wir das noch auftanken. Nur in eine Wand in der Eingangszelle zeichnen. Okay. Okay, was müssen wir jetzt? Müssen wir hier hin? Ja, wir müssen hier hin, ne? Die Runen zeichnen? Ne, Moment, jetzt bin ich verwirrt. Doch, wir müssen in die Eingangshalle. Aufgeladenes Amulett. Wo muss ich denn jetzt hin damit? Ich komme hier überall in die Dinges rein, aber ich will ja hier gar nicht rein. Ich will ja hier die Runen zeichnen. Ach, da! Okay. Die Runen sind gezeichnet. Oh, wow. Es ist Zeit, sie einzusperren. Ich verstecke das aber besser in der Klippe. Okay, müssen wir da lang? Das müsste aber dann die Nachricht sein, die unser Vater gefunden hat dann, ne? Ich begrabe es besser, bis niemand findet. I did not succeed. They escaped from the mansion. I'll try to hide in the lighthouse. They're trying to kill me. Is this really the end? Father, they won't let me pass. I cannot help you. Sorry. It seems that I cannot get out of here. Farewell, daughter. Wow, okay, das ist natürlich ein tragisches Ende. Das war jetzt ziemlich kurz, muss ich zugeben. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so schnell geht. Dann haben wir es jetzt doch geschafft. Stormhill Mystery, Family Shadows in der Developers Edition. Da haben die beiden aber echt ein übles losgezogen, ne? Er hat sie irgendwie eingesperrt, aber sie war trotzdem noch da, irgendwie komischerweise. Wobei nicht stimmt, sie war ja nicht richtig eingesperrt irgendwie. Aber sie war an den Ort gebunden. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe das schon wieder vergessen. Es ist schon wieder zu spät.
Tja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie er sein Ende gefunden hat im Leuchtturm. Und wir sind dann erst Jahre später hingekommen, als Sohn von dem Kaufmann, und haben dem Ganzen dann ein Ende gesetzt. Da müsste der Vater aber eigentlich irgendwie die Informationen noch rausgefunden haben, ne? Weil er sagte, du musst ja wieder zurückgehen, um dem ein Ende zu setzen. Und der muss ja dann die Hinweise irgendwie gefunden haben oder sowas, oder rausgefunden haben, dass da irgendwas gewesen ist, dass man irgendwie in die Villa reinkommt. Ich weiß es leider nicht mehr genau, es ist schon wieder zu spät einfach, ich bin schon wieder der Banane. Das war jetzt ziemlich kurz, muss ich zugeben. Haben wir da noch irgendwas Tolles? Können wir noch irgendwas nachgucken? Warte mal, Extras? Ich guck mal gerade. Hintergründe? Das sieht echt cool aus, das Hintergrundbild, muss ich zugeben. Da ist die Villa. Warum nennt man eigentlich die Villa Stormhill? Das ist nicht gerade unbedingt ein toller Name, finde ich. Weil das klingt für mich nach einem Berg, der von Stürmen heimgesucht wird, ne? Da ist es Menschen. Ziemlich groß, muss ich zugeben. Das instand zu halten, wird wahrscheinlich nicht einfach zu sein. Da sind die Geister. Das waren mehrere. Okay, Trophäen haben wir leider nicht alle gefunden, ne? Uns fehlen genau zwei Trophäen. Ja, wahrscheinlich, weil wir das ohne Hilfe nicht hingekriegt haben. Schließe das Hauptspiel einfach mal gemacht. Welcher schließe das Bonuskapitel ab, haben wir auch gemacht. Kettenbrecher, löse die Kette an der Villa. Das haben wir gemacht, weil sonst kam man nicht rein. Hol die Hilfe vom Raben, haben wir gemacht. Der Hilfe Rabe uns geholfen. Hol die Hilfe vom Wolf, haben wir auch bekommen. Da ist nichts. Lass den Baum nicht sterben. Das haben wir auch gemacht. Finde alle sich verwandelnde Objekte. Fünf fehlten leider. Die haben wir leider nicht gefunden. Oder ich habe es nicht mehr gesehen. Verdiene jede Errungenschaft im Spiel, haben wir leider nicht geschafft, weil wir das nicht geschafft haben. Da waren noch Objekte, die ich leider nicht gefunden habe. Schade. Braue einen Trank, haben wir gemacht. Im Bonuskapitel. Rette alle Tiere, die in Schwierigkeiten sind, haben wir auch gemacht. Das ging auch gar nicht anders, glaube ich, oder? Ich glaube, ganz ohne ging auch nicht. Das war's, ne? Jetzt sind wir doch durch, okay. Ja, jetzt haben wir alles durch, okay. Das war's. Es finde ich krass, dass hier gar kein richtiger Abspann drin ist, sondern dass es direkt abbricht oder sowas. Gucken wir mal kurz hier Dingens an. Das war also Stormhill Mystery Family Shadows von Special Witch Studios. Wir haben schon einige von denen gespielt, ne? Das ist jetzt ein bisschen das modernste Spiel von denen gewesen. Ich habe noch ein paar andere Sachen bei denen gesehen, aber ich glaube, das waren keine Wimmelspiele mehr. Das war, glaube ich, ein Point-and-Click-Adventure. Müsste ich mal gucken. Das sah auf jeden Fall ziemlich interessant aus mit dem Tod und einem, ich weiß gar nicht, Teenager-Streamer beziehungsweise YouTuber. Ich bin nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ein, boah, wie nennt sich denn das? Medialist? Ich bin mir nicht sicher. Wir danken unserer Familie für die Unterstützung. Das Spiel war echt cool, muss ich zugeben. Jetzt ein bisschen kurz, ein bisschen zack, zack, aber für zwischendurch war das doch ziemlich nice. Damit hätte ich es nicht gerechnet. Dann haben wir die Mitwirkenden auch nochmal gesehen. Tja, das war Stormhill Mystery Family Shadows. Da kann ich einfach nicht mehr zu sagen. War ganz cool. Ich muss mal schauen. Jetzt die Episoden sind ein bisschen, beziehungsweise die Serien sind ein bisschen kurz geworden, weil ich sie so lang ziehe. Ich muss mal schauen, ob ich noch irgendwie ein Wimmelbildspiel finde, weil ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen empty. Es gibt zwar noch welche, aber ich weiß nicht, ob ich die einfach so aufnehmen kann. Da müsste ich nochmal nachschauen. Vielleicht findet sich da noch was. Ansonsten muss ich mal gucken, ob ich vielleicht doch ein Point-and-Click-Adventure mache oder ob ich erstmal was anderes mache. Um dann nochmal für Nachschub zu sorgen. Weil für zwischendurch ist ganz nett. Vor allem zu später Stunde. Nur wenn die Rätsel ein bisschen komplizierter werden dann und ich schon so Banane bin, kommt da noch eine Banane bei rum. Und ja. Gucken wir mal. Das war's schon. Damit hätte ich es nicht gerechnet. Dann, ja. Sehen wir uns nochmal wieder zu einem anderen Let's Play. Ich weiß noch nicht genau, was das wird. Mal schauen. Ich hoffe nochmal ein Wimmelbildspiel und wir haben ja noch ein paar andere Sachen, die ich gerne mal raushauen will. Mal schauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Die Episode war ein bisschen kurz jetzt. Ich habe ja noch ein bisschen dahinter gequatscht. Ein paar Sachen geguckt. Das passte noch nicht schon. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, danke fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns im anderen Let's Play wieder. Ich würde mich freuen. Ich habe noch ein paar andere Sachen da. Andere Spiele, die ich schon ein bisschen länger gespielt habe. Würde mich freuen, wenn ihr nochmal reinschauen würdet oder ein anderes Let's Play. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.